بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns das zu lehren, was uns nützlich ist. Und uns Nutzen zu geben von dem, was er uns lehrte, so wie wir ihn bitten, unser Wissen zu mehren. Wir fahren fort mit dem Buch Manhaj al-Salikin, Mutawdih al-Fiqh fi al-Din von Sheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Gestern haben wir nach einer kurzen Wiederholung von den alten Unterrichten von den vorangegangenen Unterrichten mit dem nächsten Thema angefangen, welches der Sheikh rahimahullah ansprach. Und zwar, nachdem der Sheikh verdeutlichte, dass es nicht erlaubt ist, das Gebet oder einen Teil des Gebets über seine Zeit hinauszuzögern, sei dies aufgrund einer Entschuldigung oder nicht, sagte er außer, wenn man das Gebet hinauszögert, um es mit einem anderen Gebet zusammenzufassen, dann ist dies erlaubt, wenn man eine Entschuldigung hat, wie die Reise oder Regen oder Krankheit oder was Ähnliches. Der Sheikh sagte, إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. Wir haben erwähnt, dass das bedeutet, dass es erlaubt ist, das Gebet über die Zeit hinauszuzögern, in der Situation, in der es erlaubt ist, das Gebet zusammenzufassen mit dem nächsten Gebet. Und wir haben gesagt, hier handelt es sich um vier Gebete. Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha. Dann ist es erlaubt, in dieser Situation die Gebete hinauszuzögern über die Zeit. Warum? Weil die Zeit des zweiten Gebets Zeit für das erste Gebet wird. Und wir haben erwähnt, dass Sheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di im Tafsir, dass er gesagt hat, dass diese Zeiten, diese zwei Zeiten von Dhuhr und von Asr, zwei Zeiten sind für den, der keine Entschuldigung hat. Und dass die Zeiten von den beiden Gebeten eine Zeit ist für den, der eine Entschuldigung hat. Und genauso Maghrib und Isha. Der Sheikh sagte, فَهُوَ وَقْتٌ وَاحِدٌ لِلْمَعْدُورِ وَوَقْتَانِ لِغَيْرِ الْمَعْدُورِ. Was ist der Grund, dass man diese Gebete zusammenfasst? Was haben wir gesagt? Nein, gestern. Nicht die Gründe, nicht die Entschuldigungen. Der Grund hinter diesen Entschuldigungen. Das ist nicht der Grund. Das ist das Ergebnis. Mashaqqa. Die Erschwernis, die Anstrengung, die Bedrängnis. Das ist der Grund, welcher in diesen Situationen erlaubt, die Gebete zusammenzufassen. Und deshalb sagte der Sheikh am Ende oder Ähnliches. Das heißt,
Die Entschuldigung ist nicht nur auf diese Situationen beschränkt, die der Scheich erwähnt hat. Was hat er erwähnt? Bitte? Regen hat er erwähnt, ja. Was noch? Reise und Krankheit. Das heißt, der Grund für das Zusammenfassen ist nicht auf diese drei Situationen beschränkt. Und deshalb sagte der Scheich oder Ähnliches. Deshalb erwähnten andere Gelehrte mehrere Gründe. 5 Gründe, nicht 3. Und deshalb sagte Sheikh bin Uthaymin in seiner Erklärung von Zad al-Mustaqni', wo 5 Gründe erwähnt wurden, sagte er, فَأَسْبَابُ الْجَمْعِ هِيَ السَّفَرُ وَالْمَرَضُ وَالْمَطَرُ وَالْوَحَلُ والريح الشديدة الباردة ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة. Der Scheich sagte, rahimahullah, die Gründe des Zusammenfassens sind die Reise, die Krankheit, der Regen, der Schlamm, ja, wenn der Boden nicht geteert ist, nicht asphaltiert ist und es stark regnete, ist überall Schlamm. Und starker, kalter Wind. Der Scheich sagte, doch, das ist nicht auf diese 5 Gründe beschränkt. Vielmehr sind diese 5, die der Autor erwähnt hat, als wie ein Beispiel für eine allgemeine Regel. Und die ist was? Die Erschwernis. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und diese Dinge, die erwähnt wurden, sind Beispiele dafür. Der Scheich sagte weiter, وَلِهَذَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ. Deshalb ist es erlaubt für die Frau, die Blutungsstörungen hat, Dhuhr und Asr zusammenzufassen, sowie Maghrib und Isha zusammenzufassen. Und dies kommt noch in Schaden. Der Scheich sagte ebenfalls, rahimahullah, فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ مَا مِثَالُ الْمَشَقَّةِ. Wenn jemand sagen würde, was ist das Beispiel für die Erschwernis? Wir sagen Erschwernis, Bedrängnis, Anstrengung ist der Grund. Was ist dann das Beispiel davon? Er sagte, قُلْنَا الْمَشَقَّةُ أَنْ يَتَأَثَّرَ بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة والمشقات متعددة. Er sagte, die Erschwernis ist, dass es einen Einfluss hat auf das Stehen oder das Sitzen im Gebet, wenn er die Gebete in den Zeiten beten würde. Oder wenn es eine Erschwernis wäre, für jede Zeit den Wudu zu verrichten. Er sagte, und die verschiedenen Arten der Erschwernisse sind viele. Er sagte, فحاصل القاعدة فيه أن كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفرا. Das heißt, die Regel lautet, jedes Mal, wenn den Menschen eine Erschwernis oder eine Anstrengung oder eine Bedrängnis trifft, wenn er nicht zusammenfasst, ist es ihm erlaubt, die Gebete zusammenzufassen, sei dies auf der Reise oder wenn er sesshaft ist.
Der Sheikh erwähnte als erstes Beispiel die Reise. Was ist der Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Reise die Gebete zusammengefasst hat? Der Beweis ist unter anderem der Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu, der sagte: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما. Anas رضي الله عنه sagte: Der Prophet صلى الله عليه وسلم pflegte, wenn er verreiste, bevor die Sonne den Zenit verließ, yani vor dem Eintreten von Dhuhr, wenn er dann verreiste, pflegte er Dhuhr bis zur Zeit von Asr hinauszuzögern und dann beide Gebete zusammenzufassen. Und dieser Hadith ist bei Sahih al-Bukhari und auch bei Sahih Muslim mit einem ähnlichen Wortlaut. Daher, was pflegte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu tun, wenn er verreiste, nachdem die Sonne den Zenit verließ? Er betete Dhuhr und dann stieg er auf. So wie es weiter heißt: وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّ الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. Danach erwähnte der Sheikh den Regen als Beispiel. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Ibn Abbas, der Muslim in seinem Sahih überliefert hat. Und zwar sagte Ibn Abbas radiallahu anhuma: Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna al-dhuhri wal-asri wal-maghribi wal-isha'i bil-madinati fi ghayri khawfin wala matar. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fasste Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha in Medina zusammen, ohne Angst und ohne Regen. Sheikh al-Albani rahimahullah sagte: Yush'iru أن الجمع للمطر كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع فتأمل. شيخ الباني sagte رحمه الله: Diese Aussage von Ibn Abbas zeigt, dass das Zusammenfassen aufgrund des Regens bekannt war in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn sonst hätte es keinen Nutzen, den Regen zu verneinen als erlaubten Grund für das Zusammenfassen. So denkt darüber nach. Verstanden? Ibn Abbas hat was gesagt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fasste die Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha in Medina zusammen. Ohne was? Ohne Angst und ohne Regen. Der Sheikh al-Bani sagt: Wenn es nicht bekannt gewesen wäre in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man aufgrund des Regens die Gebete zusammenfasst, hätte es keinen Sinn gemacht, dass er es hier verneint. Denn hier verdeutlicht Ibn Abbas, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet zusammenfasste, auch wenn es nicht regnete. Und auch wenn nicht Angst vorhanden war. Das heißt, es war bekannt und normal, dass wenn es regnete, dass man das Gebet zusammen, dass das Gebet zusammengefasst wurde. Das meint Sheikh al-Albani. Verstanden? Ebenfalls überlieferte Malik in seinem Muwatta von Nafi' rahimahullah: أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. Nafi' Mawla ibn Umar sagte,
dass Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, wenn die Regierenden Maghrib und Isha aufgrund des Regens zusammenfassten, dass er mit ihnen die Gebete zusammenfasste. Und der Sheikh Albani hat diesen Hadith als authentisch eingestuft, diese Überlieferung. Und ebenfalls überlieferte Hisham ibn Urwa, dass sein Vater Urwa und Sa'id ibn Musayyib und Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham ibn Mughira al-Makhzumi, يعني das sind alles Tabi'in, كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. Diese Leute pflegten was? Das Gebet Maghrib und Isha in der regnerischen Nacht zusammenzufassen. Das heißt, sie fassten die zwei Gebete zusammen und es wurde nicht missbilligt. Ja, es wurde akzeptiert. Deshalb sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك. ابن تيمية sagte رحمه الله, das Zusammenfassen wegen dem Regen ist eine angewandte alte Angelegenheit. Und zwar in Medina, in der Zeit der Sahaba und der Tabi'in. Und es wurde nicht überliefert, dass irgendjemand von den Sahaba oder den Tabi'in dies missbilligte. Er sagte, فَعُلِمَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ عِنْدَهُمْ بِالتَّوَاتُرِ جَوَازُ ذَلِكَ. Dadurch wird erkannt, dass das Erlaubtsein von diesem Zusammenfassen eine vielfach überlieferte Sache bei ihnen war. Zitat Ende von Ibn Taymiyyah. Die Frage, die sich jetzt stellt, darf man bei jeglichem Regen die Gebete zusammenfassen? Egal wie der Regen sein sollte, darf man dann zusammenfassen? Darf man? Nicht jeder Regen. Warum? Was ist der Grund? Was ist der Grund? Keine Maschakka. Das heißt, wir haben was gesagt? Der Grund ist was? Maschakka, Erschwernis. Und der leichte Regen? Kein Erschwernis. Ja? Nein. Aber der Grund war, um die Umma nicht in Bedrängnis zu führen. Okay. Ibn Qudama rahimahullah sagte, والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب. Er sagte, der Regen, der es erlaubt, zusammenzufassen, ist der, der die Kleider nass macht. وتلحق المشقة بالخروج فيه. Der Regen, der die Kleider nass macht, und es dadurch eine Anstrengung oder eine Erschwernis wäre, während diesem Regen das Haus zu verlassen. Er sagte, وَأَمَّا الطَّلُّ وَالْمَطَرُ الْخَفِيفُ الَّذِي لَا يَبُلُّ الثِّيَابِ فَلَا يُبِيحُ. Was den Nieselregen anbelangt, oder der leichte Regen, der nicht die Kleider nass macht, so ist es nicht erlaubt. Dieser Regen erlaubt nicht das Zusammenfassen. Er sagte, وَالثَّلْجُ كَالْمَطَرُ فَدَأَلِكَ. Und Schnee ist wie Regen diesbezüglich.
لأنه في معناه. Warum? Weil es die gleiche Bedeutung hat. وكذلك البرد. Und genauso die Kälte. الشيخ بن Zitat Ende von Ibn Qudama. الشيخ بن Uthamin sagte diesbezüglich: إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين العشاءين فإنه كان مطر فإن كان مطرا قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز. الشيخ بن Uthamin sagt: Wenn der Regen die Kleider nass macht, aufgrund der Stärke des Regens, dann ist es erlaubt, zwischen den Gebeten die Gebete zusammenzufassen. Wenn es aber ein leichter Regen sein sollte, der die Kleider nicht nass macht, dann ist das Zusammenfassen nicht erlaubt. Warum? لأن هذا النوع من المطر لا يلحق أو يلحق المكلف فيه مشقة. Denn diese Art des Regens, yani der leichte Regen, führt nicht zu Erschwernis und zu Bedrängnis oder zu Anstrengung. بخلاف الذي يبل الثياب. Im Gegensatz aber zu dem Regen, der die Kleider nass macht. ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء. Und speziell, wenn es im Winter sein sollte. فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل وأخرى ومشقة أخرى من جهة البرد. Speziell wenn es kalt sein sollte, dann entsteht die Anstrengung oder die Erschwernis einerseits durch die Nässe und andererseits durch die Kälte. ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة. Und speziell wenn dazu noch Wind kommt, dann vermehrt sich was, diese Erschwernis und diese Bedrängnis und die Anstrengung. Frage: Was ist die Regel von nass machen? Was heißt nass machen? الشيخ بن عثيمين sagte: فإن قيل ما ضابط البلل. Wir haben jetzt gelernt, der Regen, der erlaubt, das Gebet oder die Gebete zusammenzufassen, ist der Regen, der die Kleider nass macht. Was heißt nass machen? Der Sheikh sagte: فالجواب هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. Er sagte als Antwort: Es ist der Regen, der, wenn die Kleider oder das Kleid ausgewindet wird, dass das Wasser runtertropft. Yani, das ist der Regen, der die Kleider richtig durchnässt. Das ist der Regen, der erlaubt, die Gebete zusammenzufassen. Starker Regen. Zitat Ende von الشيخ بن عثيمين رحمه الله. Danach erwähnte der Autor die Krankheit als drittes Beispiel für die Erschwernis oder als dritter Grund für die Entschuldigung, bei der man die Gebete zusammenfassen kann. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis hierfür ist der Hadith von Hamna bint Jahsh رضي الله عنها. Und zwar war das die Sahabiya, die starke Blutungsstörungen hatte in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unter anderem in den Überlieferungen wird erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr sagte: فَإِذَا قَوِيتِ عَلَى أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte unter anderem zu dieser Sahabiya radiallahu anha: Wenn du in der Lage bist, Dhuhr hinauszuzögern
und Asr vorzuziehen und dann Ghusl vollziehst und rein wirst und dann Dhuhr und Asr zusammenbetest und Maghrib hinauszögerst und Isha vorziehst und dann Ghusl vollziehst und dann zwischen den beiden Gebeten die zwei Gebete zusammenfasst, dann tu es. Und das ist wer? Die Mustahada, die wir erwähnt haben. Im Kapitel der Monatsblutung. Die Blutungsstörungen hat. Al-Shawkani rahimahullah sagte, وَقَدْ أُلْحِقَ بِالْمُسْتَحَادَةِ الْمَرِيضُ. Al-Shawkani rahimahullah sagte, der Kranke wurde der Mustahada angeschlossen im Urteil. وَسَائِرُ الْمَعْذُرِينَ und die restlichen, die eine Entschuldigung haben. بِجَامِعِ الْمَشَقَّةِ. Was ist der Grund? Der gemeinsame Nenner, und zwar die Mashaqqa, die Erschwernis, die Anstrengung, die Bedrängnis. ولهذا الشوكاني sagt weiter ولهذا قال المصنف وهو حجة في الجمع للمرضى. Und deshalb sagte der Autor, und hier ist Al-Majd ibn Taymiyyah gemeint, weil Al-Shawkani hat das Buch Muntaqa al-Akhbar erklärt. Und dieses Buch ist geschrieben von Al-Majd ibn Taymiyyah, und das war der Großvater von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Und die Erklärung von diesem Buch heißt Nailul Autar. Er sagte, rahimahullah, deshalb sagte der Autor über diesen Hadith von der Mustahada, und dies ist ein Beweis für das Zusammenfassen für die Kranken. Yani, dass es den Kranken erlaubt ist, zusammenzufassen. Warum? Weil die Mustahada krank war. Istihada ist eine Krankheit. Zitat Ende von Al-Shawkani. Und ebenfalls sagte Al-Imam Ahmad rahimahullah, بأن المرض أشد من السفر. Als andere Argumentation, warum der Kranke zusammenfassen darf, ist, dass die Krankheit schlimmer ist als die Reise. Und der Reisende darf zusammenfassen. Das heißt, der Kranke erst recht. Diesbezüglich diesen drei Gründen, die der Autor Sheikh Abdurrahman al-Sa'di erwähnt hat, für das Erlaubtsein des Zusammenfassens. Hier ist es aber wichtig zu erwähnen, dass diese Gründe das Zusammenfassen erlauben, aber nicht das Kürzen. Denn das Kürzen ist speziell für wann? Für die Reise. Und deshalb sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, وَالْقَصْرُ سَبَبُهُ السَّفَرُ خَاصَةً. Das Kürzen, der Grund des Kürzens ist speziell die Reise. وَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ السَّفَرِ. Und es ist nicht erlaubt, außerhalb der Reise zu kürzen. وَأَمَّا الْجَمْعُ فَسَبَبُهُ الْحَاجَةُ وَالْعُذْرُ. Was das Zusammenfassen anbelangt, so ist der Grund dafür das Bedürfnis und die Entschuldigung. فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ جَمَعَ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ وَنَحْوِهِ وَلِلْمَرَضِ وَنَحْوِهِ ولغير ذلك من الأسباب. Deshalb sagte Ibn Taymiyyah, wenn es nötig ist, dann fasst man die Gebete zusammen, auf der kurzen Reise wie auf der langen Reise. Und genauso ist das Zusammenfassen beim Regen und was ähnlich ist.
Und genauso aufgrund der Krankheit und was ähnlich ist. Und für aufgrund von anderen Gründen. Warum? فَإِنَّ الْمَقْسُودَ بِهِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنِ الْأُمَّةِ. Warum? Weil das, was beabsichtigt ist, ist das Entfernen der Bedrängnis von der Umma, von der Gemeinschaft. Zitat Ende von wem? Ibn Taymiyyah. No. Dann was ist der Beweis für diese Absicht? Dass die Bedrängnis von der Umma entfernt wird. Der Beweis ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, Allah hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Und daraus wurde eine allgemeine Regel entnommen, die besagt, الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ. Diese allgemeine Regel bedeutet, die Mühsal oder die Erschwernis ruft die Erleichterung herbei. Und das ist eine allgemeine Regel im Islam. Und das ist der Grund, warum das es erlaubt ist, diese Gebete zusammenzufassen. Weil das Zusammenfassen eine Erleichterung von Allah ist für seine Diener. Und somit haben wir dieses Thema abgeschlossen. Und zwar die Ausnahme, wann es erlaubt ist, die Gebete hinauszuzögern und nicht in der Zeit zu beten. Und mit der Erlaubnis Allahs werden wir im nächsten Unterricht weitermachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.